Ja, servus Leute! Heute spielen wir Nerim am Rande des Schicksals. Klingt sehr mysteriös, nicht? Ja, was ist denn Nerim jetzt überhaupt? Nerim ist eine Total Conversion von Oblivion. Das heißt, es ist einfach eigentlich nur das Spielgrundprinzip an sich hergenommen worden. Und es komplett verändert worden. Neue Hauptstory, neue Landschaft, neue Quests, neue Zaubersprüche und so weiter alles. Ja, und wer hat uns das beschert? Das geniale Entwicklerstudio Shure.ai aus Deutschland. Ja. Okay. Dann, ohne groß, dass wir herumreden, würde ich sagen, fangen wir mal an. Mit Nerim am Rande des Schicksals. Ein neues Spiel starten, ja, das will ich. Okay, dann viel Spaß beim Intro. Ja, gut. Quest hinzugefügt. Schatten und Licht. Ich habe diesen seltsamen Brief erhalten und bin törichterweise der Einladung gefolgt. Ich habe die Geborgenheit der Abtei, in der ich lebe und arbeite, aus einem fadenscheinigen Grund heraus verlassen. Nun habe ich den Schlamassel. Kaum hatte ich die Mine betreten, wurde ich von hinten niedergeschlagen. Weiß der Henker von wem. Und nun wache ich hier auf. In fast völliger Dunkelheit und absoluter Unkenntnis darüber, was überhaupt vor sich geht. Ja, gut, weiter. Dann können wir jetzt hier unseren Charakter erstellen. Dazu gibt's hier mal natürlich weiblich oder männlich. Und es gibt drei Rassen. Die Normanen, die Almane, ja, und die Halbeterner. Halbeterner sind eher so Magier, Normane und Alemane sind. Ich glaube, der Alemane ist so ein Allrounder und der Normane ist eher so der Krieger, wie mir so vorkommt. Naja, gut. Ich würde sagen, wir spielen den Eterner, weil, naja, Eterner könnt ihr hier lesen. Ihre überragenden Fertigkeiten in der Magie ermöglichen es ihnen, ihre Heimat zu verlassen und Vyn, die Welt Nerims, zu bevölkern. Obwohl sie in ganz Vyn geächtet werden, sind die Eterner ein stolzes und vor allem zähes Volk. Halbeterne erstanden aus der Vereinigung von Eterner mit Menschen. Bei ihnen ist die Fähigkeit zur Magie nicht so stark,
Dafür werden diese Mischlinge weniger oft als andersartig angesehen und sind eher in die Gesellschaft integriert. Ja, und so einen spielen wir, und zwar männlich. Beim Gesicht, ja, ich war noch nie so groß der Gesichtmodellierer. Machen wir einfach ein paar Mal zufällig, bis uns hier was gefällt. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut, bei den Haaren, was haben wir da? Hier so eine Emo-Frisur, dann haben wir hier den stattlichen Landburschen. So ein, ja, Schnösel, würde ich ja sagen. Oh, hier der Mönch, die Mönchsklatze. Die Mönchsklatze, wer kennt sie nicht? Ja, und der Pferdeschwanz, ach hier, ein Pony. Das sieht hier ja so ungeartig aus. Oh nein, das sieht so ungeartig aus, ja, ja. Hier der kleine Afro. Hier Pirat. Oh, das lange Haare hier. Ich glaube, wir nehmen den Mettler. Den Mettler, ja, ja. Ist das überhaupt ein Name? Egal. Haarfarbe eher so, ich würde sagen, eher so dunkel, so mysteriös. Die Länge braucht jetzt nicht so lang. Kann ich hier ein bisschen rauszoomen? Hier, Länge, kürzer, länger, kürzer, länger, bringt nichts. Ja, dann machen wir es 50, auch wenn es nichts bringt. 51, na gut, 51. Augen. Oh, hier ist so ein... ich glaube, ich bleib bei den türkisen Augen. Alter, hier etwa so ein alter Knacker oder hier so ein Jungspund. Hier so eher so weiß oder ein bisschen älter können wir machen, so 30 oder so um 25 ist er, so in den guten Jahren noch. Gut, ein Charaktername. Wie nennen wir denn den? Oder nee. Ja, machen wir mal. Horst van Derp. Nö, das ist ein blöder Name. Einfach Günther. Ja, ja. Das passt schon. Günther. Ja, welcher Name klingt denn so mysteriös, so magisch? Magie! Hey, Skype? Lass du das bitte? Sicher, Cedric. Günther... Frestel, so. Einfach nur, weil Cedric gerade reingeplatzt ist. Frestel, so. Perfekt. Günther Frestel. Das wird unser Spielcharakter. Seid ihr sicher, dass ihr folgendes sein wollt? Halbeterne. Ja, will ich. Oh, was ist hier los? Verdammt. Au. Ah. Au. Na gut, Quest aktualisiert. Verflucht. Wo bin ich hier nur hineingeraten? Der Boden ist mir unter den Füßen weggebrochen. Nun ist auch noch meine Fackel verloschen. Verdammt! Zum Glück habe ich eine zweite eingepackt, bevor ich aufgebrochen bin. Ich sollte die Fackel anzünden, bevor ich weitergehe. Na gut, dann machen wir das mal. Und hier sehen wir schon im Inventar die erste... Cedric! Die erste Änderung. Und zwar ist das Inventar jetzt organisierter als bei als wie bei Oblivion. So. Ich muss Cedric nochmal zurückschreiben, dass er nicht hier die ganze Zeit nervt. Ach, das lässt mich hier nicht weg. Sobald ich die Fackel nicht entzündet habe. Na, dann machen wir das mal. Wow. Na warte, du Biest. Oh. Und wie hat dir das gefallen, hä? Okay. Danke für das Licht.
Das hat ihn geblendet. Diese Mistviecher haben was gegen Fackeln. Vielleicht haben wir so eine Möglichkeit, aus dieser Hölle wieder herauszukommen. Oh, ach ja, ich bin Celebro. Ihr habt da auch eine hübsche Beule am Kopf, wie ich sehe. Schöne Schweinerei. Irgendjemand hat uns niedergeknüppelt. Oder besser gesagt, irgendetwas. Und wie es aussieht, haben wir jetzt ein Problem. Diese Bestien hier betrachten uns wohl als Futter. Hey, listen! Das jedenfalls würde die ganzen Toten überall erklären. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell, bevor noch mehr von diesen Ungeheuern aufkreuzen. Zum Glück habt ihr eine Fackel. So finden wir den Weg. Die Trolle haben uns hierher gebracht. Demnach gibt es auch irgendwo einen Ausgang. Oh, wenn ich herausbekomme, wer für diesen Brief verantwortlich ist, ich sage euch... Ich habe auch einen Brief bekommen? Oder was geht hier vor sich? Naja, dass er auch einen Brief bekommen hat, wissen wir ja durch das Intro. Und was hier vor sich geht, wird er wahrscheinlich auch nicht so genau wissen. Also würde ich sagen, nehmen wir mal die erste Option. Ja, habe ich. Genauso wie ihr, vermute ich mal. Der Verfasser war anonym. Die Nachricht lag einfach vor meiner Haustür. Es hieß, ich solle mich zum Bergwerk westlich der Abtei Tirin begeben. Als ich den verlassenen Stollen betrat, wurde ich von den Bestien niedergeschlagen. Mit euch haben sie dasselbe gemacht. Dann bin ich hier wieder aufgewacht. Es scheint, als ließen diese Bestien ihre Opfer am Leben. Zumindest so lange, bis es ihnen danach gelüstet. Das hält das Fleisch frisch. Was rede ich da? Beim Schöpfer, diese Situation geht mir gehörig gegen den Strich. Und ihr seid auch wegen dieses Briefes hier, ja? Mir scheint, als hätte uns der Verfasser mit Absicht hierher gelockt. Wenn ich je herausfinde, von wem dieser Brief stammt. Aber zunächst müssen wir hier raus, nicht wahr? Ja, gute Idee. Also ihr solltet mit der Fackel vorgehen. Ich gebe euch Deckung. Dort liegt ein Dolch auf dem Boden. Den solltet ihr mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie tief wir in diesem Stollen stecken. Aber diese Mine war sehr ertragreich und ist somit alles andere als klein. Reden wir nicht so viel. Nicht, dass sie uns hören. Ja, das sind mal gute Neuigkeiten. Ah, der ist leer. Oh, wir schleichen hier nur so. So, jetzt müssen wir ein bisschen schneller gehen. Ja, besser. Okay, ein Dolch. Da liegt ein Dolch. Was ist hier? Eine Spitzhacke. Mal sehen, was ist besser? Dolch oder Spitzhacke? Spitzhacke ist zweihändig. Weisen wir mal Shortcuts zu. Der Dolch 1, die Fackel 2. Ich wusste, dass es Vorherbestimmung sein musste. Etwas, das die Götter getan haben. Und das ist gut für mich. Die Götter sind allesamt nicht mehr als besonders mächtige Magier, auch Lichtgeborene genannt. Doch das allein gibt ihnen nicht das Recht, über die Menschen zu herrschen. Meint ihr nicht auch? Es ist eine ungerechte Aristokratie. Für die Freiheit der Menschen. Merkt es euch. Für die Freiheit der Menschen. Willkommen, Schattengeborener. Willkommen am Ort, an dem das Schicksal gemacht wird. Das einzig Erleuchtende an Religion ist ein brennender Tempel bei Nacht. Seht mein Reich! Dies alles fällt nun jemandem in die Hände, der glaubt, er wäre der Menschheit letzte Rettung. Ein Narr ist er! Diese widerliche Ausdünstung der Menschheit. Unter des Schöpfers Sonne sollte kein Platz sein für solche Unvollkommenheit. Ihr dürft euch nicht nur die Frage stellen, ob eine Herrschaft gerecht ist. Das war die der Lichtgeborenen nicht unbedingt. Jedoch müsst ihr euch auch fragen, ob eine Herrschaft vielleicht notwendig ist. Und ja, das war sie. Denn sie war beständig. Aber in eurem Kommen höre ich die Schritte des Schicksals. Für die Freiheit der Menschen! Die Macht, euch zu zerschmettern, liegt hier in meinen Händen. Und mit ihr die Freiheit dieser Welt. Und aus den Opfern Tausender bildet sich eine neue Ordnung. Wie es prophezeit war. Ich werde eine bessere Welt schaffen als je jemand zuvor. Tötet mich. Geht von dannen und errichtet eine neue Ordnung.
und seht zu, wie sie scheitert.